Und da sind wir auch schon wieder. In aber ich bin doch schon da. Was? Wo? Weil du gesagt hast, du wechselst zu mir. Ach so. Aber ich will nicht weg. Okay. Wir sind auf jeden Fall in der neuen Folge und geben keine Adressen preis. Zumindest nicht meine. Wir geben keinen Adressenpreise. Sie haben gewonnen. Sie waren der 100.000. den wir angeschrieben haben. Was habe ich denn gewonnen, Preiselbeeren? Komm ich jetzt ins Fernsehen? Nö. Nein, sie sind. Also, doch, sie kommen ins Fernsehen. Und zwar zusammen mit. Na, komm schon. Laborchef Dr. Klink. Ich höre es ja nicht mehr. Stimmt. Laborchef Dr. Klink. Ja! Das ist ein Traum von mir. Ein lange gehegter. Das glaube ich. Aber ich kann ebenso verschwiegen behaupten, dass ich Klatsch liebe. Vor allem Lästern, oh ja. Ah. Oh, hat sich was verändert. Hä? Hier hat sich was verändert. Was hat sich verändert? Hast du dich verändert? Ja. Oh. Vor 15 Jahren hatte ich noch keinen Bart. Wobei das jetzt auch nicht wirklich Bart gerade ist. Oh. Ja. Ich muss mal gerade was testen. Und zwar bin ich jetzt eigentlich in dem richtigen Mikrofon. An dem richtigen... Okay, ich bin an dem richtigen Mikrofon. Ich wollte es nur mal testen, weil nicht, dass ich wieder hier eine halbe Aufnahme verschandle. Das wäre schlecht. Das wäre ganz schlecht. Ja, das wäre nicht das erste Mal. Naja. Ich dachte erst nicht, sie einhalten zu können. Also, die Verschwiegenheitspflicht. Ich hatte den Drang, über alles zu reden. Und Mann, war das ein Drang. Und der Victor hat hier vertraut. Harndrang und Verspannungen durch Magnesiummangel. Aber dann sprach Herr de Victoire mit mir. Er sagte... Ich habe es leider nicht verstanden. Aber ich stellte mir vor, wie es ihm wohl gerade ginge. Und da dachte ich, der Typ hat echt Probleme. Also werde ich mal lieber das Briefgeheimnis bewahren. Ich dachte nach. Verrückt. Ja, ich liebe Klatsch und Tratsch, aber wenn ich mir vorstelle, wie über mich getratscht wird. Die Mitteilungen eines Menschen sind sein Geheimnis und Geheimnisse müssen geheim bleiben. Wollt ihr ein Geheimnis wissen? Oh, nein, das ist meine Aufgabe. In der Tat. So, jetzt darfst du. Niemand möchte, dass seine Briefe öffentlich bekannt werden. Sie ist sehr resolut, wenn es um ihre Verschwiegenheitspflicht geht. Deshalb will sie uns auch nicht die Adresse von de Victoires Brief mitteilen. Ich sehe keine Chance, die Adresse von ihr zu erfahren. Meine Güte, ist das schwer. Ich versprach! Mich! Mich! Ich versprach es, Herrn de Victoire. Und ich werde es halten, um jeden Preis. Also, das Versprechen. Ja. Außer Preiselbeeren. Wenn ihr mir den gebt, dann rede ich wie ein Wasserfall. Wie eine Oldbag. Wie ein was? Wie eine Oldbag. Die habe ich ja schon ganz vergessen, die Oldbag. Ja, naja, jetzt wo ich den Anime wieder gesehen habe, wie die da brabbelt. Ah, die kommt schon davor. Cool. Die kommt davor? Nee, die kommt danach. Ah. Oh. Bah. Wie war das? Warum heißt es Orba? Ich weiß nicht mehr. Erst machst du Oh und dann machst du Bah. Ist gar nichts da, trink Orba. Ist gar nichts da. Ist sonst nichts da. Orba ist so ein imaginäres Getränk, weißt du, wenn gar nichts da ist. Dann stell dir vor, du würdest es trinken. Ja, ich verstehe schon. Korrekt. Gut. Und was hilft uns das jetzt? Nix. Das war's dann wohl, hm? Was denn jetzt? Das musst du, oh, und dann bah.
Am liebsten würde ich dir jetzt in der Tat vorspielen. Gut, dass ich es nicht hören kann, sonst komme ich zu deinem blöden Lachflash. In der Tat. In der Tat. Oh. Bah. Weiter, komm. Ah, wir wollen das nicht so lange in die Länge ziehen. Jeder weiß, dass Miss Erlington, Frau Erlington respektiert hat. Nein, jeder weiß, dass Frau Erlington Herrn de Victoire respektiert hat. Deshalb. Wer war denn Frau Erlington überhaupt nochmal? Jean. Ach ja! Die in den Stoffhosen. Mit dem Diadem, das keins ist. Ja. 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 Deshalb scheint es unvorstellbar, dass sie die Mörderin sein soll. Sie hat kein Motiv. Nur ein Muster. Tabus. Aber das Verbrechen fand statt. Was wir an diesem Punkt tun müssen, ist den Fall Ich hoffe, sowas kommt im Anime vor. Irgendeine Stelle, wo man Mr. Ah einbauen kann. Ich find's gut. Mr. Ah. Ich weiß gar nicht mehr, was da für Zusammenhang mit war. Ich erinnere mich nur noch an Mr. Ah. Ja, ich auch. Also ich hab da. Aber woher das kam? An die Fans, die jede Folge gewissenhaft schauen. Woher kommt denn Mr. Ah? Oder für diejenigen, die jetzt nochmal das Lazy Town LP. Um Gottes Willen, das machen wir nicht. Nee. Ich glaube, da gibt es auch Let's kein Watch Spiel. Lazy Town. Oh Gott. Gibt's sowas? Let's Watch? Ja, sowas gibt's tatsächlich. Oder so kommentierte Sachen, wo jemand sich irgendwas anguckt und das ist eigentlich so. Nee, das ist noch viel unsinniger als ein Let's Play. Weil so ein Film läuft die ganze Zeit. Hier im Spiel kann man wenigstens mal die Zeit nutzen und wirklich was drüber sagen. Aber kriegst du da nicht Probleme mit dem Copyright, dass du einfach. Oder das ist doch bei Let's Plays genauso. Ja gut, aber bei Let's Plays wird das ja quasi als kostenlose Werbung schon oft gesehen. Ja, aber beim Film, ich sage mal, dann wird der mit abgespielt und alles sind vollständig, obwohl beim Spiel ja eigentlich auch. Oh, schwer zu sagen. Also es gibt wohl die Möglichkeit, dass man da nicht so die Probleme kriegt mit. Scheint okay. So. Es scheint ja welche dazu geben, die davon leben können. Kranke Scheiße. Ja. Sache. Also, ist den Fall aus einem anderen Winkel zu betrachten. Wir müssen sozusagen die Perspektive verändern. Die Perspektive verändern? Ja, die Perspektive verändern. Die Perspektive verändern? Jetzt haben wir die Perspektive verändert. Ja. Oh, wir verändern sie nochmal. Oh mein Gott! Wir haben die Perspektive verändert und was ändert sich? Nichts. Ich ändere auch mal die Perspektive. Ja, bei dir sehe ich es jetzt leider nicht. Und du bei mir ja auch nicht. Nee, eben. So, zurück zu der Perspektive. Ich habe keine Perspektive mehr, was soll ich nur tun? Das wusste ich, dass das jetzt kommt. Ich wollte es nämlich selber sagen. Ich fühle, wie wir der Wahrheit immer näher kommen. Jetzt muss ich es nur noch durchziehen. Jetzt muss ich nur noch durchziehen. Oder so. Dann ist Maya nicht das Einzige, was verbrannt wird. Naja, also wenn der das macht, dann wird sie schuldig gesprochen. Also Herr Richter, also... Also Herr Richter, also eins muss ich Ihnen ja mal sagen, das hier ist ja völliger Blödsinn. Hexerei gibt's doch gar nicht. Schuldig! Nein, also das ist die Pflicht eines Anwalts, einen durchzuziehen. Ich bin mir sicher, dass Sie es schaffen, Herr Ja. Ein anderer Winkel. Dreh mal den DS auf den Kopf. Hilft nicht. Das? Nein. Ja. Dann weiß ich auch nicht. Muss ich den Text andersrum lesen? Rückwärts. Nihetz. Nein, wir wollen jetzt keine Satansbotschaft.
Nigive Fua Edrevri. Andere Perspektive, was könnte das wohl heißen? Tomatensaft, nein. Tatortskizzen. Das ist ein Übersichtsplan. Das ist ja gar nichts. Perspektiven. Ach, da oben sind die Bilder. Ja. Da ist er. Da ist die Flasche. Ist die Flasche dann... Hä? Macht das Sinn? Ja, bestimmt. Aber das wären Perspektiven. Vielleicht hat's was mit denen zu tun. Mein Meister nahm mich in der Wildfremde. Niemals nach dem Leben trachten, weder mittels Magie noch irgendwie sonst. Er war ein wundervoller Mensch. Davon erzählt über die Verschwiegenheitspflicht. Hab ich vorhin bei Zukunft gelesen? Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Aber wie anderer Blickwinkel, anderer Winkel, anderes Perspektive. Soll ich was präsentieren müssen irgendwo? Soll ich einen Tipp nehmen? Hat irgendwo jemand aufgemerkt während der Befragung? Ich kann ja nochmal die anderen Sachen so durch, aber ich weiß gar nicht, waren wir bei Erlington schon fertig? Ich glaube, oder? Ich weiß es nicht. Ich kann ja nochmal gucken. Ich gehe nochmal alles durch mit... Okay. Wenn, dann würde das ja kurz, also würde das ja sich nicht durchklicken lassen. Ja, oder zumindest wird es mal einen Sound geben, dass jemand, oh, oder so. Nee, macht. Also in solchen Sprechblasen ist es nämlich dann meistens auch so, dass dann, dass die dann langsam geschrieben werden. Ja, stimmt. Okay. Oh! Erlington hat eine Menge... Habe ich das noch nicht angegriffen? Erstmal Pause machen. Okay. Warte kurz. Mir fällt kein Grund ein, warum Erlington de Victoire ermorden sollte. Ich sollte besser warten, bis ich an verwertbare Informationen... Ich glaube, wir haben alles gehört, was uns die Zeugen erzählen können. Wir werden nichts mehr von ihnen erfahren. Oh. Sophie! Ich muss das jetzt wohl allein machen. Immer diese Technik, die ausfällt. Oder die Technik, die einen ausfallen lässt. Wie auch immer. Frau Erlington würde niemals Herrn de Victoire ermorden. Und doch ist er tot. Und wenn man sich überlegt, wer ihn umgebracht haben könnte. Geht es Ihnen gut, Herr Wright? Der Mord geschah definitiv. Daran kann niemand rütteln, aber... War der Mord tatsächlich das primäre Ziel des Täters? So. Worüber denken Sie nach, Herr Wright? Ich schätze mal, ich sollte nun auch andere Möglichkeiten in Betracht ziehen. Ich sollte nicht versuchen, an mehr Informationen zu kommen, sondern vielleicht besser den Fall aus einer anderen Perspektive betrachten. Ich habe etwas nachgedacht. Vielleicht ziehen wir ja die falschen Schlüsse. Schlüsse? Ja. Was, wenn Erlingtons Ziel ein anderes war, als der Victor aus dem Weg zu räumen? Aber was? Kann man da was präsentieren? Was haben wir denn? Das ist die Frage. Moment. Gibt's was anderes, was er sie. Oh! Die Illuminati sind da auf Seite. Nee, ein Triforce. Der hat ein Triforce. Hatten wir das schon mal erkannt? Nee. Ist mir jedenfalls noch nicht aufgefallen. Aus welchem Winkel können wir das betrachten und warum ist dieses Bild dabei? Ja, wegen dem Pulver auf dem Boden, nehme ich an.
Ah. Aber was? Ich brauche echt einen Tipp. Sonst kommen wir hier nicht weiter, glaube ich. Nee, ich habe auch keine Idee.